Es ist jetzt 6 Uhr und heute startet der Trek zum Mount Everest Base Camp. Das wird ziemlich krass. Ja. Jetzt steigen wir hier in dieses Flugzeug ein und fliegen nach Lukla, dem Startpunkt, was dummerweise eine der kürzesten Landebahnen der Welt hat und damit auch recht gefährlich ist. Aber gut, YOLO. Das wäre jetzt blöd geworden. Der erste Trekkingtag ist jetzt quasi schon vorbei. Wir sind schon am Ziel. Wir sind jetzt in Pak Ding. Das ist quasi der Ort, wo wir jetzt die Nacht verbringen. Und so sieht dann ein Zimmer aus. Ja, die Betonung liegt auf einfach, aber es ist okay. Tag 2 der Everest-Expedition. Bazaar. Ich bin jetzt mal noch etwas höher gelaufen. Unser Hostel liegt da unten. Und warum, fragt ihr euch jetzt? Warum hat der schlaue Jö das gemacht? Wegen der Akklimatisation. Das vor mir ist übrigens mein Guide, der mir quasi den Weg zeigt. Es ist jetzt aber nicht mein Träger. Ich trage meine Sachen selbst hier. Was allerdings ungefähr doppelt so schwer ist wie sein Zeug, glaube ich. Okay, und aus. Okay, wir können die Rucksäcke wieder tauschen. Wir sind jetzt knapp unter 5000 und das merkt man schon. Jeder Schritt ist ziemlich anstrengend und man muss ziemlich schwer atmen und das Herz, das klopft auch ziemlich schnell. Also fühlt sich alles nicht so gut an hier oben. Aber wir sind dem Ziel schon ziemlich nah. Noch mal den Khumbu-Gletscher, der sich durchzieht bis zum Everest und dann den gefährlichen Khumbu-Eisfall bildet. Die gefährlichste Stelle.
Everest. Ich versuche so dramatisch wie möglich zu klingen. Okay, es ist vollbracht. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind am Mount Everest Base Camp auf 1364 Meter, wie man hier sehen kann. Es ist hier im Herbst nicht so belebt. Man sieht hier kein einziges Zelt. Es ist alles ein bisschen ausgestorben. Aber ich traue mal dem Schild. So sieht es hier aus. Ja, das ist toll hier zu sein. Ich bin stolz und laufe jetzt mal allen durchs Bild. Ich sage auch Danke an meinen Guide, Vijay. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich jetzt dort hinten irgendwo. Vielen Dank, thank you. Thank you very much. Danya Bhatt. Welcome. Danya Bhatt. Ja, es ist sehr kalt heute, aber egal. Ich habe warme Gedanken. Everest Base Camp. Was haben wir heute für ein Datum? Egal, Oktober 2015. Sind jetzt ein bisschen verärgert, weil BJ sie weggescheucht hat. Ne? Macht man nicht. Mann, war das eine ereignisreiche Tour. Aber ich sehe ziemlich ungepflegt aus. Ich glaube, ich muss mich erstmal kurz pflegen. Oh, das hat richtig gut getan. Jetzt fühle ich mich wieder richtig frisch. Nein! Nicht hinterherlaufen!